Ja, ein neues Video. Und zwar ist es wieder soweit Glossybox Time. Ich habe sie heute bekommen. Und natürlich werde ich wie immer mit euch die Glossybox auspacken. Ein Unboxing-Video. Und danach kommt noch eine kleine Verlosung, weil ich habe ja mal gesagt, wenn ich 10.000 Abonnenten voll habe, dann kommt eine kleine Verlosung. Und ja, das mache ich jetzt auch. Erstmal fangen wir an mit dem Unboxing. So. Mal schauen. Die kam heute und ich habe extra gewartet. Es gibt ein Glossy Mag. Ein Glossy Magazin. Na, gucke ich mir später mal an. Ist ja nicht so interessant. Und hier ist die Box. Die nehmen wir mal raus. So. Kartonchen kann weg. Und dann packen wir mal die Box. Wie immer, ne? Schleifchen. Dann die Sachen, die halt drin sein sollen. Das Siegel. Machen wir mal alles auf. So. So, als erstes sehe ich hier oben eine L'Oreal Nude Magique BB Cream Probe. Die ist ja jetzt auch immer in der Werbung. Und dann kommen wir jetzt zum Inhalt. Und zwar haben wir als erstes ein Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Ja, genau. Wisst ihr Bescheid, ne? Also so ein, ich glaube, so ein linienverfeinerndes Konzentrat so hier gegen diese komischen Fältchen, ne, wenn man alt ist. Dann habe ich ein Barbour System Gold Sensational Eyes. Oh, eine Augencreme. Wie ihr ja wisst, ne, habe ich ja mal ein Augencreme-Video gemacht. Und Augencremes bin ich ja immer noch am Testen. Und zwar ist das Originalprodukt kostet 36 Euro. Alpine Stammzellen schützen die sensible Augenpartie vor vorzeitiger Hautalterung. Zudem spendet die softe Creme viel Feuchtigkeit und reduziert Augenschatten. Sehr, sehr cool. Ich werde das mal auspacken. Also das ist schon mal ein Originalprodukt. Weil ich habe heute schon wieder ein Bild oder zwei gesehen, wo auch schon wieder Leute nicht so begeistert waren. Ja, das ist halt das Produkt. Muss ja immer an allem riechen, ne? Versiegelt. Riecht wie Creme. Nichts Besonderes. So. Einmal eine Augencreme. Sehr, sehr cool. Also da freue ich mich. Dann ein Yes to Carrot Shower Gel. Ja, zu Karotten. Irgendwas läuft es schon aus. Also das hier, Yes to Carrots. Riecht auch ganz okay, aber ich kenne die Marke gar nicht. Ist das Originalprodukt? Ach nee, Quatsch. Originalprodukt kostet 9,99 Euro und das ist jetzt 100 Milliliter Meersalz, Algenextrakt und weitere reichhaltige Inhaltsstoffe versorgen die Haut beim Duschen mit Feuchtigkeit und reinigen sie sanft. Ja, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir einmal ein Spray and Play von Sexy Hair, Big Sexy Hair Volume Haarspray. Ich habe auch ein Glanzspray davon. Fand ich auch ganz cool. Richtig Haarspray, ne? Würde ich mal sagen. Auch ganz cool. Und dann haben wir von Corus ein Aloe Soap Ward Shampoo. Corus ist auch sehr, sehr cool. Ich krieg's gar nicht auf. Mal riechen. Ja, das ist Corus. Richtig cool. Ich liebe die Gerüche davon. Die sind so im Einklang mit der Natur.
Ja, sehr, sehr cool. Und zum Schluss haben wir noch einen Pinsel, und zwar der Glossybox Eigenmarkenpinsel, und zwar der hier. Ich glaube, so ein Puderpinsel sein, ist sehr, sehr weich und stinkt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bin wieder durchweg zufrieden mit meiner Box. Ich kann nicht meckern. Ja, Augencreme, die ist schon mal sehr, sehr cool. Ich werde testen und berichten. Und ja, dieses Line Reducing Concentrate Powerful Strength Dingsbums und Kiehl's. Bin auch mal gespannt. Und ja, das ist meine Glossy Box. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und ich freue mich darüber sehr. Und nun kommt noch die kleine Verlosung. Und zwar habe ich von Anni zwei Nagellacke zugeschickt bekommen. Das wären die hier. Einmal ein gelber, der heißt Sunday in Park. Und einmal ein roter mit so Goldschimmer, sehr, sehr cool. Der heißt Jogging Date. Warum ich die verlose, ist einfach der Grund, weil ich der gelbe Nagellack ist sehr, sehr cool. Aber ich möchte den nicht jetzt einfach aufmachen und einmal testen und dann gefällt er mir doch nicht. Und dafür ist das so schade. Und rot habe ich auch schon einige und deswegen wollte ich das gerne verlosen an euch. Und als Aufgabe ist einfach nur in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Fingernägel zum Sommer hin aufpimpt. Das würde ich gerne mal wissen. Und ja, und bis morgen könnt ihr auch noch auf dem Blog auch noch was gewinnen. Den Blog-Eintrag verlinke ich euch mal unten in die Infobox, weil da könnt ihr von P2 so eine Fuß-LE-Sachen-Gedöns gewinnen. Da ist auch ein Nagellack und ein Topcoat dabei und so ein Nagelfallen-Set und noch so ein Korrekturstift. Das könnt ihr auch noch gewinnen. Verlinke ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr auch noch bis morgen mitmachen. Und ja, das wäre es dann jetzt von mir. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!